Der Sommer kommt bestimmt und da freut man sich wieder mehr draussen zu sein. Und das hat auch seine Tücken. Zu viel Sonnenstrahlen, das schadet der Haut. Und da frage ich Sie, wie schützen Sie sich vor der Sonne? Ja, immer mit Sonnencreme, immer und mit dem Hut. Also ich bin sehr selten an der Sonne. Ich mache Sport draußen, aber also nicht in der Sonne. Sonnencreme, oder? Höchst selten Sonnencreme, aber sehr sparsam. Sonnencreme, ganz wichtig. Vor allem, ich bin auch in Australien, da hat es kein Ozon, also jetzt das Ozonloch. Und dort muss man sich sowieso schützen. Und ich würde immer empfehlen, das Höchste zu nehmen, was es gibt. Vor allem, ich bin auch ein heller Typ und dann ist klar. Also sicher mal gut eingremen mit 50er. Das Gesicht tue ich sowieso nicht mehr an die Sonne. Früher hat man das gemacht. Heute weiss man, dass man das nicht mehr machen sollte. Ich schütze mich sehr, wenn ich eben sehr viel Flecken auf dem Gesicht und die Körper. Das ist schon von Familie. Und ich muss sehr gut cremen. Sonnenschutz, ganz ein wichtiges Thema. Für eine ausgewachsene Person braucht es etwa 30 ml. Das sind zweimal so eine Handvoll. Ich selber halte es so, dass ich am Morgen, vor dem Morgen, wie ein erstes Mal behandle, noch am Morgen ein zweites Mal. Warum das? Beim Mahler ist es ja so, der braucht mindestens zwei Anstriche, um eine Fläche sauber abzudecken. Was wir nicht vergessen dürfen, das sind die Sonnenterrassen. Also die Lippen, die Nase, die Ohren, die Stirne, bei den Männern selbstverständlich auch glatzen. Und wenn ihr regelmässig Medikamente einnehmen müsst, dann lasst euch doch wegen dem Sonnenschutz beraten.